Leute, ich bin wieder da. Ich war im Urlaub und bin zurück. Ja, ich freue mich, dass ich wieder Videos drehen kann. Ich würde sagen, nach dieser kleinen Sommerpause auf meinem Kanal, ja, starten wir einfach mal mit einem, ich würde sagen, zwischen Follow Me Around und ja, ein bisschen Reisetipps für Mallorca. Also, ich war ja mit 16 Leuten zusammen auf einer Finca auf Mallorca. Und zwar waren wir zwischen Cala Radiada und Cala Mayor. Und ich habe euch, wenn ich hier fertig erzählt habe, auch ein paar, ja, Szenen mit reingepackt. Also, eigentlich wollte ich ein richtiges Follow Me Around machen, aber ich war einfach so überwältigt. Und ich habe einfach nur die Zeit mit meinen Freunden und mit meiner Familie so sehr genossen, dass ich halt einfach öfter vergessen habe zu filmen. Aber viele wichtige Sachen habe ich gefilmt, unter anderem, wie ich überrascht wurde zu meinem Geburtstag. Deswegen waren wir alle da. Ich habe mir das immer gewünscht, dass, wenn ich einen runden Geburtstag habe, dass ich dann nicht hier in Deutschland bin, sondern mit all den Leuten, die ich liebe, dass wir dann weg sind. Und es hat wirklich geklappt. Und ja, es war einfach für mich so krass, dass ich das erstmal, ja, aufsaugen musste, die Momente, und das erstmal für mich genießen wollte. Aber wie gesagt, ein paar Sachen habe ich gefilmt, die seht ihr im Anschluss. Aber erstmal würde ich euch noch ein paar Sachen erzählen, ein paar Tipps und Tricks für Mallorca. Weil, ja, es gibt so ein paar Sachen, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Vor allem, wenn man mit so vielen Leuten zusammenreist. Außerdem haben sich ganz, ganz viele von euch gewünscht, dass ich euch mal zeige, was ich so zum Geburtstag bekommen habe von meinem Freund und von meiner Familie und so weiter. Und das zeige ich euch auch noch in diesem Video. Ich hoffe, euch interessiert es, und wenn ja, dann bleibt jetzt einfach dran. Dann fange ich euch einfach mal ein paar Sachen, dann, naja, fange ich einfach mal an. Also ich habe von meiner Familie, habe ich ein ganz, ganz süßes Tiffany-Armband bekommen. Also ja, ich liebe Tiffany. Die haben einfach so schön zeitlosen Schmuck. Und ich zeige euch einfach mal, welches Armband ich bekommen habe. Und zwar ist das hier, was ihr hier seht mit den Perlen. Ich habe das Armband ja schon, allerdings hat das silberne Perlen und ein rosanes Herz. Und das rosane Herz verfärbt sich leider jedes Mal. Und jetzt habe ich dieses, ich liebe Perlen über alles. Die finde ich einfach so elegant und wunderschön und so schön verspielt. Und ja, ihr seht es ja selber. Und das habe ich von meiner Familie bekommen. Und das Herz kann sich auch nicht verfärben, weil das ist auf der Seite, auf der Rückseite ist da gar nichts drauf. Also nicht wie bei dem anderen Armband, dass sich das ständig verfärbt. Und ich liebe das Armband, das ist so wunderschön, wirklich. Auf der anderen Seite trage ich auch ein neues Tiffany-Armband. Und zwar ist es das hier, das ist jetzt ein bisschen doof, das in der Kamera zu zeigen. Das habe ich von meinem Freund bekommen. Ja, und das habe ich mir, das wollte ich mir eigentlich in Amerika kaufen, da war es überall ausverkauft. Und es hat hier quasi zwei Ketten. Ich weiß nicht, wartet mal. So sieht das dann aus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil es falsch rum ist. Aber ja, ich liebe das so sehr. Das ist so schön. Das Herz ist auch ein bisschen größer als das andere. Übrigens die Sachen, also die Uhr zum Beispiel, nach der bin ich im Moment süchtig. Die ist nämlich rosa, und ihr wisst, ich liebe rosa über alles. Und die habe ich zugeschickt bekommen. Das ist eine Uhr von Paul Hewitt. Mir wurde gesagt, es wird so ausgesprochen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Mir wurde es so gesagt. Ja, und die ist so, so schön. Und die ist wirklich ganz, ganz hochwertig. Und dazu habe ich noch ein Armband zugeschickt bekommen. Wartet. Das ist dieses wunderschöne Armband. Ich liebe das so sehr. Also, das ist, ja, Roségold und rosa. Und ja, besser passt es ja wohl nicht zu mir als diese Kombi. Und ja, die Sachen trage ich auch meistens zusammen. Passt natürlich total gut. Und ja, also es ist einfach wunderschön. Und ich sage immer, das ist auch so ein Geburtstagsgeschenk, weil die Sachen einfach so schön sind. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass ich die Sachen hier zugeschickt bekomme, ne? Deswegen, oh, ja, ganz, ganz toll. Dann habe ich hier noch ein ganz süßes Armband dazu. Das habe ich eigentlich jeden Tag um, außer beim Duschen. Da mache ich das dann ab und ich finde das ganz süß. Das ist eigentlich ein ganz schlichtes Armband, aber es peppt einfach, ja, das Armgelenk nochmal so auf. Und da ich eh so viel Rosa habe, passt es immer irgendwie. Und ich liebe das. Es ist so angenehm zu tragen, wenn man es gar nicht merkt. Und vor allem ist es ein Armband, was man auch sehr schnell alleine ummachen kann. So, und das trage ich dann meistens so auf der Seite.
und die Uhr dann, wie gesagt, auf der Seite. Und ganz wichtig zu sagen ist auch noch, alle Sachen gibt es in verschiedene Größen. Also ich glaube, es gibt S, M und L. Da müsst ihr mal schauen. Also es ist natürlich auch immer super, weil jeder hat eine andere Größe, auch vom Handgelenk her. Und dann könnt ihr auch genau gucken, ihr könnt es auch genau ausmessen. Da steht alles gut beschrieben auf der Seite. Ja, und ich liebe das. Ich liebe es einfach so sehr. Und ich hatte auch zuerst überlegt, ob ich das Armband in Beige nehme. Gibt es nämlich auch in Beige. Oder ja, auch die Uhr. Also mal gucken. Ich hoffe, ich kann mir irgendwann nochmal ein paar andere Sachen bestellen oder aussuchen, weil die einfach so schön sind. Und genau, also danke nochmal an euch, dass ich mir dort was aussuchen durfte. So, also das waren jetzt die Geschenke von meiner Familie und von meinem Freund. Und ja, dann habe ich noch von der Familie, auch von meinem Freund zum Beispiel und ein paar anderen Freunden, habe ich noch Gutscheine bekommen vom KDW, weil ich möchte mir unbedingt noch von Tiffany den Ring holen, wo auch das Herz dran ist. Das finde ich so schön. Ja, also das werde ich mir wahrscheinlich noch holen oder ich werde das noch weiterhin sparen, das Geld mal gucken. So, und dann habe ich aber noch was ganz anderes Tolles bekommen und zwar von meinen Freunden, die auch alle mit auf Mallorca waren, habe ich nämlich, naja, ich sag euch erstmal warum. Also mein größter Traum ist es, auf die Malediven zu kommen und ja, ich habe ja noch keine Kinder oder so und ich will natürlich auf jeden Fall reisen und wirklich ganz, ganz schöne Orte vorher noch sehen. Ich weiß, mit Kindern kann man auch verreisen, aber man kann es wahrscheinlich nicht mehr so sehr genießen und einfach mal sich nur um sich selbst kümmern, wenn man Kinder hat. Und deswegen wollte ich das alles unbedingt vorher machen. Ja, und meine Freunde wissen alle, dass ich unbedingt auf die Malediven will und eigentlich schon nächstes Jahr, weil, naja, ich werde ja auch nicht mehr jünger und muss ja dann irgendwann mal daran denken, Kinder zu kriegen, ne? Und deswegen nächstes Jahr im April möchten wir auf die Malediven und dafür haben die Geld gesammelt sozusagen und haben was dazugelegt und da freue ich mich natürlich ganz, ganz doll drauf, weil wenn ich dann auf den Malediven bin, das ist irgendwie, glaube ich, ein ganz schönes Gefühl, weil ich dann weiß, dass ja meine Freunde in gewissen Maßen bei mir sind, weil die halt dazu, also weil sie halt auch was dazugegeben haben und ja, das ist einfach richtig, richtig schön, darüber habe ich mich ganz sehr gefreut und ich hoffe, das klappt dann alles im April nächstes Jahr. Also ja, genau, das waren meine Geschenke und ich war an dem Tag einfach nur super sprachlos, weil die haben mir so viele schöne Überraschungen gemacht, das werdet ihr auch gleich sehen im Video und an dem Tag war auch ein Fernsehteam dabei, ich kann noch nicht zu viel darüber sprechen, aber ich war wirklich komplett, das war wie, ich stelle mir das wie so einem Hochzeitsfeier, der Tag ist einfach an mir so vorbeigerauscht, ohne dass ich irgendwie verstanden habe, was hier gerade passiert und das waren so viele Emotionen auf einmal, ich war wirklich komplett raus, kann man so sagen, also ich habe wirklich nicht viel gecheckt, was alles um mich herum so passiert ist, weil ich einfach so geflasht war, aber naja, das könnt ihr dann selber gleich sehen. Ja, genau. Und so, was wollte ich euch noch erzählen? So, genau, jetzt wollte ich euch noch mal ein paar Tipps und Tricks für Mallorca geben. Also erstmal, Leute, wenn ihr noch nicht auf Mallorca wart, ihr müsst unbedingt nach Mallorca, weil wir waren schon in Thailand, auf Bali. Und ich kann euch sagen, es gibt nirgendwo, bis auf den Malediven wahrscheinlich, ja, und auch Domrep und so, jedenfalls da, wo ich jetzt war, gab es nirgendwo so schöne Strände wie auf Mallorca. Wir waren in ganz vielen verschiedenen Buchten. Ihr müsst euch unbedingt einen Mietwagen nehmen, weil man kann so viel sehen. Und Mallorca ist nicht dieser typische Ballermann, den jeder einfach nur kennt. Mallorca ist so viel mehr. Und ich habe da wirklich mein Herz verloren. Wenn ich irgendwann heirate, werde ich da heiraten. Und ich werde übrigens, oder ich möchte in der Träumeria Son Moll heiraten. Wenn ihr auf Mallorca seid, in Cala Radiada, ihr müsst dahin. Das ist der schönste Ort, die schönste Bar oder das schönste Restaurant auf ganz Mallorca. Also es ist wunderschön. Und genau, dann noch ein Tipp zu dem Mietwagen. Also wir hatten 3 Mietwagen, weil wir halt 16 Leute waren. Und Leute, holt euch die Mietwagen nicht am Flughafen. Das war eine reinste Katastrophe. Erstmal, wir haben 4 Stunden haben wir gewartet, bis wir unseren Mietwagen bekommen haben. So, dann haben die uns einen Mietwagen gegeben. Da waren die Auto, also die Reifenprofile komplett abgefahren. Also richtig gefährlich. Und komplett Schrott das Auto, ja. Wo wir gesagt haben, ey, hallo, wir können hier nicht jeden Schaden jetzt aufschreiben, gebt uns bitte ein anderes Auto. So, das hat sich dann noch länger verzögert. Und was ich richtig dreist fand, ja, da waren vor uns natürlich schon 1000 Leute, die einen Mietwagen schon vorher gebucht hatten, so wie wir auch, von zu Hause aus. Und dann stand da ein Zettel, da stand
30 Euro Fastlane. Also ihr kommt dann schneller ran. Ey, und ich dachte so, was ist das für eine korrupte Scheiße? Sorry, aber hallo? So, natürlich voll viele haben diese 30 Euro bezahlt und sind natürlich eher dran gekommen. Aber wir haben gesagt, nee, sowas, wir unterstützen nicht so eine Korruption. Oh. Ja, deswegen, also das war richtig krass. Und am besten ist wirklich, wenn ihr vom Flughafen irgendwie einen Transfer zu eurem Hotel habt oder zu Finca oder wie auch immer, wo ihr übernachtet. Und wenn ihr euch dann vor Ort einen Mietwagen bucht. Und das hatten wir nämlich letztes Jahr und es ging ruckzuck und nichts mit 4 Stunden warten. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Macht das nicht am Flughafen. Und vor allem auch noch ein Tipp. Bucht auf keinen Fall die ganzen Versicherungen zu, die... Oh, meine Wimpern haben sich verhangen. Bucht euch auf keinen Fall. Achso, die ganzen Versicherungen, die euch aufquatschen wollen dazu. Da zahlt ihr nämlich nochmal eine Menge Geld. Das haben wir leider gemacht, weil... Ja, wir sind halt auch immer so ein Sicherheitsmenschen. Aber jeder hat uns im Nachhinein gesagt, seid ihr bescheuert? Das braucht man überhaupt nicht. Gut, jetzt wissen wir's. Oh, ey. Genau, das sind auf jeden Fall wichtige Tipps. Und das Lieblingsrestaurant habe ich euch auch schon gesagt. Was kann ich euch denn noch erzählen? Ach so, ganz wichtig, weil ganz viele fragen bei Instagram, wie unsere Finca hieß oder wo wir die gebucht haben. Ich kann euch die Finca gerne mal hier in die Infobox setzen, weil ich weiß das auch nicht auswendig. Das war mitten auf dem Land, aber wirklich wunderschön. Und zwar nur 4 Minuten bis Cala Mayor und 20 Minuten bis Cala Radiada ungefähr. Also es war genau dazwischen und es war natürlich super. Und ja, wir haben über Finca Yorca gebucht. Ich habe jetzt gerade die anderen nochmal gefragt, weil ich das nicht mehr wusste. Ja, über Finca Yorca. Und wir sind ja wirklich 15 Leute gewesen oder 16. Mein Papa kam ja dann auch noch, der hat mich überrascht. Und ja, also darüber haben wir gebucht. Es war auch alles super. Außer halt, wie gesagt, mit den Mietwagen, das kann ich euch echt nicht empfehlen. Also da haben wir übrigens über Cala del Mar gebucht, ja. Also da war ich schon ein bisschen sauer und da möchte ich euch jetzt auch hier einfach mal ein bisschen warnen, ne? Also bucht es einfach vor Ort, im Ort und dann wird alles gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Finca. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr so viele Leute seid, könnt ihr immer eingeben, wie viele Personen dort übernachten müssen. Und das ist ganz super, weil der zeigt dann die ganzen Fincas an. Und genau, also wir haben relativ spät gebucht. Nächstes Jahr wollen wir es eventuell wieder machen. Aber mal gucken, weil mit den Malediven, das wird ja schon teuer genug. Mal gucken. Auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal nochmal machen, buchen wir vorher. Weil dann kriegt ihr nämlich auch noch ganz viele Fincas mit Meerblick direkt oder direkt am Meer. Ansonsten, wie gesagt, durch die Mietwagen hat das alles super funktioniert. Und ja, Einkaufsmöglichkeiten waren auch direkt vor Ort. Also alles war gut. Und genau, könnte ich euch noch irgendwas erzählen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, das war es erstmal, das ganze Wichtige, was ich euch zu sagen hatte. Und ansonsten, bleibt jetzt dran, dann seht ihr noch ein bisschen was von unserem Urlaub. Und sorry, dass ich nicht den ganzen Urlaub gefilmt habe, aber wie gesagt, es war halt auch ein bisschen abschalten und die Zeit genießen. Also Leute, genau, viel Spaß bei den Eindrücken aus Mallorca und ich sag schon mal tschüss, weil ich glaube, das habe ich im Video nicht gemacht. Also, tschüss! Happy.